Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Kommt mir das gerade nur so vor, ist das so leise? Dude? Hey, Bobby. Okay, ist das so leise. Gut. Wir gehen in die geheime Vault 81 und da werden wir das Mysterium klären von Heilmitteln und hast du nicht gesehen. So. Das ist so irgendwie ganz komisch, oder? Ach, jetzt höre ich wieder Musik, okay. Jetzt ist es nicht mehr komisch. Alles gut. Kann sein, dass ich gerade von draußen gekommen bin und meine Ohren noch ein bisschen taub sind. Ich weiß es nicht. Draußen ist es arschkalt und ich dachte mir, ich setze mich mal hin. Ah, setz mir den Arsch schön breit hier zu Hause, wo es warm ist. Oh, ist das schön. Nach der Arbeit direkt zu zocken. So, Aufzuchtprogramm. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon alles, ne? Das haben wir uns ja alles reingezogen ohne Ende. Wir möchten nur bis ins Ende gehen, wo das. Terminal war? Wollten wir uns nicht was durchlesen? War da nicht was, Zero? Hast du etwa deine Abonnenten vergessen? Kannst du es wagen? Nein, alles gut, alles gut. Ich habe euch nicht vergessen. So, wir gehen hierhin zum alten Terminal. Das hatten wir so gar nicht durchgelesen, ne? Willkommen in World 81. Aufseher Olivier. Ich hoffe, das ist weiblich. Wir möchten Ihnen für die Annahme Ihrer neuen Rolle als Aufseher von World 81 danken. Wie Sie bereits wissen, bietet uns dieses Programm eine Forschungsmöglichkeit von immenser Bedeutung. Die Arbeit, die wir hier zusammen leisten, wird der Menschheit eine bessere Zukunft sichern. Nicht nur in diesen unsicheren Zeiten, sondern auch darüber hinaus, was die Zukunft auch immer bereithält. Ihr Hintergrund in der akademischen und angewandten Forschung macht Sie zu einem geeigneten Leiter der wissenschaftlichen Mitarbeiter von World 81. Und Ihr administrativer Hintergrund verleiht Ihnen die einzigartige Fähigkeit, auch die anderen Bewohner des Worlds zu führen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für diese Anstellung entschieden haben. Und viel Erfolg, Worldtech Personalabteilung. Oh yeah. So, das ist also der Willkommensgruß quasi zu dem alten Aufseher sozusagen. Also ihr könnt meine Hände jetzt gerade nicht sehen, aber ich mache so Gänsefüßchen rum, ne? Vielleicht sollte ich meine Cam anschalten, aber ich komme gerade von der Arbeit und meine Cappy liegt irgendwo. Ach, hier ist sie doch. Ich scheiß drauf. Nein, warte, warte. Uno Momento. Uno Momento, Freunde. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Oh, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So. Der alte Aufseher. Das hat sich gelohnt. Ich finde, das hat sich gelohnt. So. Hauptdirektive. Also, ich muss erstmal wieder so mit der Maus darüber fahren. So. Die Mission von Vault 81 ist die Erforschung von Infektionskrankheiten und Antikörpern mit besonderem Augenmerk auf potenzielle Mutationen in einer hochradioaktiven Umgebung. Klinische Tests sind ein wesentlicher Bestandteil der Mission von World 81. Diese Tests werden in drei Phasen durchgeführt. Test 1 der Phase 1. Nee, Test der Phase 1. erfolgen in Petrischalen. Tests der Phase 2 werden an den von Walltech gezüchteten Härte, was? Härtere, was? Warte, warte, ich krieg das hin. Hetero, nee, doch, doch. Heterocephalus. Glaber durchgeführt. Tests der Phase 3 können an den Bewohnern von Vault 81 durchgeführt werden. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter dürfen sich anschließend im hermetisch abgeriegelten Forschungsbereich aufhalten. Diese Maßnahme verringert die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination zwischen Bewohnern und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Der Aufseher ist eingeweiht und steht mit dem Forschungsbereich in Kontakt. Aber darüber hinaus dürfen keine weiteren Bewohner vom eigentlichen Zweck dieses Walls erfahren. Oh mein Gott, Versuchskaninchen. Also ich tauche für diese Vault Versuchskaninchen. Hör ich da ein Radio im Hintergrund? Warte, ich muss mal kurz lauter machen. Das ist doch ein Radio.
das mein Radio? Okay. Verwirrenderweise war es nicht mein Radio, okay. Ich wollte schon sagen, ich sehe Gespenster. Aufnahmeprotokoll. Wie im Vault-Tec-Betriebshandbuch beschrieben, sind alle Mitarbeiter von Vault 81 dazu verpflichtet, an Alarmübungen teilzunehmen, die im Ermessen des Aufsehers und der Vault-Tec-Verwaltung durchgeführt werden. Aufnahmeübungen müssen an allen Beta-Alarmtagen wie vom Vault-Tec-Frühwarnsystem angegeben durchgeführt werden. Da war kein Und. Ich weiß. Im Falle eines Alpha-Alarms werden die Bewohner von Vault 81 von den Mitarbeitern des Aufsehers in den Vault gelassen. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter haben sich umgehend an ihren Arbeitsstationen aufzufinden, einzufinden und jeglichen Kontakt mit den anderen Bewohnern zu vermeiden, insbesondere zu ihnen persönlich bekannten Persönlichkeiten. Genau das steht da. Falls notwendig, sollte der Aufseher seine Mitarbeiter an ihren Vertraulichkeitsstatus erinnern. Alle Bewohner sollten geordnet aufgenommen und vom Aufseher im Atrium offiziell begrüßt werden. Anschließend sollte der Aufseher von diesem Terminal aus mit dem leitenden Wissenschaftler in Kontakt treten, der inzwischen mit seinen Mitarbeitern im versiegelten Forschungsbereich eingetroffen ist. Dieser versiegelte Forschungsbereich ist natürlich die geheime Vault 81, denn es gibt zwei Vaults, eine Vault mit fetten Wissenschaftlern drin und die andere mit fetten Versuchskaninchen. So würde ich das beschreiben. So, Evakuierungsprotokoll. Vault 81 ist unter keinen Umständen zu evakuieren, ausgenommen nach einer direkten Entwarnung durch die Vault-Tec-Zentrale. Forschungsberichte sollten auf dem Hauptrechner archiviert werden. Chemische Verbindungen und andere physische Materialien dürfen ausschließlich vom Aufseher und nur nach erfolgreichem Abschluss von Phase 3 in dem gekennzeichneten Behälter deponiert werden. Sollte Vault-Tec die Evakuierung anordnen, muss der Aufseher darauf vorbereitet sein, die Bewohner durch Verbrennung zu beseitigen. Heilige Scheiße! durch Verbrennung zu Darf ich gleich alle verbrennen? Das wäre cool, dann wäre das jetzt meine Vault. Egal, wir lesen weiter. Treibgasdüsen sind in allen Quartieren bereits vorinstalliert, um eine Kontamination der Bevölkerung außerhalb des Vaults zu verhindern. Diese Beseitigung obliegt allein dem Aufseher, es sei denn, sie wird im Rahmen des Evakuierungsbefehls von Vault-Tec angeordnet. Evakuierung nennen sie das. Wir evakuieren quasi die Geister der Menschen. Sie abhauen können, wer auch immer daran glauben mag, ich weiß es nicht. So, privater Aufseher-Logbuch. Job gleich Job. Ich kann es nicht glauben. Vault-Tec muss wirklich verzweifelt nach einem geeigneten Aufseher gesucht haben, nachdem Dungan krank geworden ist. Ich bin sicher qualifizierter für diesen Job, aber wie kommen die bei meiner Einstellung darauf, dass ich ein guter Kandidat für diese Art von Programm wäre? Vielleicht steckt auch mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. Sie haben mich noch nicht umfassend darüber aufgeklärt, was wir hier eigentlich machen, aber ich bin nicht blöd. Die Sache hat garantiert etwas mit Menschenversuchen zu tun. Ich will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Mal sehen, wie die Sache anläuft. Wenn sie ethische Grenzen überschreiten, werden sie sich schneller vor dem Kongress erklären müssen, als ihnen lieb ist. Natürlich, die Bomben sind gefallen und der Kongress ist natürlich immer noch vorhanden. Auf jeden Fall. Übung macht den Meister. Die Forscher sind bereit, viel auf sich zu nehmen. Heute findet die 5. Übung der Woche statt und diesmal musste ich die Anrufe mitten in der Nacht vornehmen. Die Hälfte der Wissenschaftler, in Anführungszeichen, kleinen Moment. So, ich bin gleich soweit. Ich kann mir nur Zeit, ich glaube, auch aufbehalten. So. Die Hälfte der Wissenschaftler sind eigentlich Kinder, die für ihre Abschlüsse büffeln und noch ihren Rausch vom Freitag ausschlafen. Ich bin erstaunt, wie viele von ihnen doch aufgetaucht sind. Wahrscheinlich lohnt sich die Bezahlung. Damals habe ich als Student im Aufbaustudium nicht so viel verdient. Tja, da hast du was falsch gemacht. Ich bin immer im Puff gegangen. Also ich war die Nutte. Ich habe nicht mal ein Studium. Ich weiß, ich geb's zu. Alles erstucken und erlogen. Ich sollte meine Cam wieder ausmachen. Sonst werde ich gleich rot. Was soll ich tun?
vielleicht erstmal auf das Fenster klicken. Was soll ich tun? Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Heute habe ich endlich meine vollständige Einweisung erhalten. Walltech verlangt von uns, nicht nur klinische Tests am Menschen durchzuführen, sondern hat auch noch großzügige Unterstützer in der Regierung. Aber das kann ich nicht einfach rausposaunen. Ich habe die Aufnahmeliste gesehen. Es sind gute Menschen, die in Vault 81 leben wollen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Vaults eines Tages zum Einsatz kommen. Ich werde das Vertrauen dieser Menschen nicht missbrauchen und sie wie Versuchskaninchen behandeln. Ich habe vorhin davon geredet, dass das alles Versuchskaninchen sind. Mann, jetzt sind es doch keine mehr. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Tag. Erledigt. Heute Morgen habe ich den Anruf erhalten. Noch eine Beta-Übung. Es ist immer Rosario. Rosario, die uns anruft. Ihre Stimme hat gezittert und sie hat so schnell wie möglich wieder aufgelegt. Sie wusste es. Die Warnung wurde innerhalb weniger Stunden hochgestuft und die Nachrichten berichten kurz darauf von bestätigten Abschüssen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Telefonliste absichtlich sabotiert. Das war ganz einfach. Aber das hieß, dass das Wissenschaftlerteam keine Benachrichtigung zur Übung erhalten hat. Die ersten Bewohner tauchen jetzt auf und wir haben alle Hände voll zu tun, sie aufzunehmen. Oh. Wissenschaftsteam. Ich bin kein kriminelles Genie. Durch das Löschen der Telefonliste sind die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht aufgetaucht. Aber drei haben es trotzdem geschafft. Flint und Collins sind beide in meinem Alter und wohnen in den Fans. Also was immer ist das? Ich weiß es nicht, was es ist. Sie hatten ausreichend Zeit, mit dem größten Teil der Bevölkerung herzukommen. Burrow ist sehr einzig. Was ist denn los? Zero. Ich muss mich erstmal selber schlagen. Burrow ist sehr ehrgeizig und kam am Morgen vorbei, um zu sehen, ob heute eine Übung stattfinden würde. War ja klar. Weißt du, immer diese Schleimer, weißt du? Ah, diese Dreckspur, die er da hinter sich herzieht. Ah, die stickt. Sie haben sich im Forschungsbereich gemeldet. Die Vault-Protokolle wurden automatisch aktiviert und haben sie eingeschlossen. Sie haben bereits jetzt viel zu tun, vor allem, da sie nur zu dritt sind. Sie ahnen etwas. Burrow und Flint werden da drin langsam ratlos. Collins und dieser Roboter, er nennt sie jetzt Curry, halten die Stimmung aufrecht. Doch sie scheinen zu vermuten, dass ich ihnen keinen Test der Stufe 3 erlauben werde. Was soll ich nur machen? Sie haben Zugang zu den Gasdüsen. Wenn sie wollten, könnten sie die Bevölkerung mit allen möglichen infizieren. Ich muss dafür sorgen, dass sie nicht durchdrehen. Ergebung. Ich habe einen harten Entschluss gefällt. Ich habe die Treibgasdüsen in allen Wohnungsquartieren so schnell es ging sabotiert. Ich hätte nicht erwartet, dass Burrow so schnell dahinter kommt. Meine Güte, ich hätte niemals gedacht, dass Collins schon nach so kurzer Zeit unmittelbar vor einem Phase-3-Test steht. Ich hätte noch nicht mal die Hälfte des Fortschritts der letzten Monate erwartet. Die Kommunikation abzuschneiden ist feige, aber ich habe keine andere Wahl. Sie haben genug zu essen und zu trinken. Ich kann einfach nicht zulassen, dass sie Menschenversuche durchführen. Gott allein weiß, was Walltech mit dieser Forschung anstellen will. Ich hoffe nur, dass sie mir irgendwie vergeben und ihr Leben in Frieden verbringen können. Weißt du, als wären das alles Monster, anstatt mal mit denen zu reden. Hey Jungs, Dudes, hey, wir sind hier zu viert. Wir haben eigentlich keine Chance, da irgendwelche Tests zu machen. Die draußen sind sowieso tot. Lasst uns hier einfach chillen, Alter. Chillen. Lasst uns einfach die Versuche sabotieren. Schreiben wir ihnen, ja, wir haben heute ein Krebs mit einem Menschen gepaart, hat funktioniert. Wir sind alle gerettet. Keiner wird mehr Strahlenvergiftung erleiden. Und dann ist gegessen. Oh, da ist noch was. Was war das? Forschungskommunikationsaufzeichnung. Dieses Terminal ist mit firmeninternen Walltech. Achso, kennen wir schon. Test 1, 2, 3. Okay, Test 1, 2, 3. Colin. Test, Dr. Oliviat, kannst du mich hören? Ja, Kenneth. Ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag. Richtig, Aufseher? Das stimmt. Gott sei Dank. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder?
Ne, wo sind alle? Bitte antworten. Na gut. Collins. Aufseher. Warte, war Collins nicht Aufseher? Nein. Aufseher, wir sind hier drüben nur zu dritt. Was ist da los? Olivier, hast du gehört? Nee, verdammt. Collins. Olivier, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin, hier geht es drunter und drüber. Nur zu dritt? Jim Flint, der kleine Burrow und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Waltek hätte genügend Warnungen erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein. Phase 1, Versuch. Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt, aber... Da ist kein Aber. Haben uns aber auf Antibiotika konzentriert und unsere ersten Laborversuche laufen bereits. Ich habe die Daten letzte Nacht gesehen. Sie sind vielversprechend. Aber denkst du, dass es schon soweit ist? Die Versuche haben gerade erst begonnen. Und das Virus, das wir testen, benötigt einige Tage. Ihn hast du nicht gesehen. Aber ich bin optimistisch, dass wir im Laufe der Woche positive Ergebnisse erhalten werden. Okay. Haltet mich auf den Laufenden und beginnt nicht mit den Versuchen von Phase 2, bis ich mir die neuen Daten angesehen habe. Natürlich! Einen schönen Nachmittag noch, Herr Aufseher! Dann haben wir hier noch Problem mit der Lebensmittelpresse. Aufseher, hast du kurz Zeit? Dieses System überträgt nicht in Echtzeit, Burrow. Hoffentlich hast du nicht den ganzen Morgen auf eine Antwort gewartet. Entschuldige bitte, Aufseher. Ich wollte dich über ein Problem mit unserem Lebensmittelpresse informieren. Okay, ich sehe schon, was los ist. Scheint eine Verstopfung im Proteintank zu sein. Kannst du das Problem nicht von eurer Seite aus beheben? Das haben wir schon mal gelesen, aber ich lese jetzt trotzdem noch mal durch. Nein, Aufseher. Hardware-Probleme im Wohnbereich müssen von dort aus gelöst werden. Wir kommen nicht an die Tanks und Dösen heran, um sie zu reparieren. Man muss dazu sagen, der Aufseher ist in der echten World und die Wissenschaftler in der gefakten World. Okay, Burrow, ich schicke sofort jemanden von der Wartung hin. Halte dich bereit. Collins soll mich in 10 Minuten kontaktieren, wenn es nach wie vor Probleme gibt, okay? Danke, Aufseher, ich werde es sofort nachsehen. Phase 2 Versuch. Gute Neuigkeiten, Dr. Olivier. Wir haben unsere Formel entsprechend der Testergebnisse aus Phase 1 angepasst und ich denke, wir sind bereit für Phase 2. Wie geht es dem Maulwurfsratten? Sehr gut! Die Exemplare, die Waltek zur Verfügung gestellt hat, sind erstaunlich robust. Flint hat einige Strahlungstests mit ihnen durchgeführt. Steht das in den Protokollen? Technisch gesehen eigentlich nicht, aber uns ist etwas Seltsames an dem für sie vorgesehenen Futter aufgefallen. Burrow hat ein oder zwei Tage lang richtig krank geschissen. Frag lieber nicht. Flint hat sich die Sache angesehen. Die Viecher sind riesig und wir denken, dass das genetisch bedingt ist. Wurde an ihnen herumgefuscht? So etwas in der Art. Ich denke, dass Waltek einige Experimente mit ihnen durchgeführt hat. Sie sind alle ungewöhnlich groß. Einige von ihnen zeigen Bio, hast du nicht gesehen. Und mindestens ein Exemplar scheint intelligent zu sein als gewöhnlich. Intelligenter zu sein als gewöhnlich. Hältst du sie immer noch für eine nützliche Kontrolle? Wir haben die Kolonie aufgeteilt, die außergewöhnlichen Exemplare abgesondert und der Kontrollkolonie eine neue Nahrung gegeben, die auf unsere Ernährung basiert. Das ist nicht ideal, aber ich denke, es müsste gehen. Sehr schön. Ich sehe mir die Daten heute Abend an und denke, dass ihr mit Phase 2 beginnen könnt. Es sei denn, ich stoße noch auf etwas Ungewöhnliches. So, etwas Ungewöhnliches. Problem mit dem Leitungssystem. Aufseher? Nee, das war zu viel Akzent. Aufseher? Ja, Burrow, was ist denn? Ich habe ein Problem mit unserem Leitungssystem festgestellt. Weißt du, ob sich bei euch jemand an den Düsen in den Wohnungsbereichen zu schaffen gemacht hat? Ich weiß nicht. Warum interessiert dich das Leitungssystem überhaupt? Der Phase 2 Versuch hat doch gerade erst begonnen. Ich weiß, Aufseher, aber ich dachte nur,
Es wäre eine gute Idee, die Leitungssysteme zu testen, bevor wir Phase 3 erreichen. Falls wir Phase 3 erreichen, Versuche mit Menschen dürfen nicht leichtfertig durchgeführt werden. Was für eine Art Tests wolltest du überhaupt machen? Ich wollte nur einen Placebo-Dampf versprühen, um sicherzustellen, dass die Düsen den Nebel richtig verteilen. Die Bewohner würden nicht einmal merken, dass wir das getan haben. Das soll vermutlich so sein. Ich kümmere mich von hier aus um die Sache mit den Düsen, Bureau. Bitte benutze das Leitungssystem in der Zwischenzeit nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung. Aber wir versuchen alle zu retten. Bitte um Antwort. Doktor, melde dich bitte. Ich weiß, was du getan hast. Und ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht übel nehmen. Phase 3 an Menschen ohne deren Zustimmung durchzuführen zu wollen, ist ein Verstoß gegen ethische Richtlinien. Zumindest in der Welt, in der wir früher gelebt haben. Ich kann Burrow noch eine Weile lang hinhalten, aber Flint hat schon Verdacht geschöpft. Was sollen wir hier drüben machen? Ich kann sie nicht mehr lange belügen, ohne eine Antwort von dir zu erhalten. Verdammt, olivriert! Olivriert. Das hört sich irgendwie russisch an, oder? Olivriert. Du kannst doch nicht so heuchlerisch sein, dass du uns im Namen deiner persönlichen Moral hier sterben lässt. Ich kenne deine Politik, aber ich habe nie gedacht, dass du uns hier einfach so im Stich lässt. Bitte denk noch einmal darüber nach. Ja. Oder sie einfach verrecken lassen. Shit happens. Ja, Freunde, wir haben heute leider nur gelesen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich bin sowieso heute schon spät dran. Und ich wollte wenigstens das Terminal lesen heute. Ich werde es auf jeden Fall kennzeichnen, dass es quasi nur eine Lesestunde ist. Dass diejenigen, die keinen Bock haben, Geschichte zu lernen, was weiß ich, die können halt das Ganze überspringen. Sorry, falls ich zwischendurch übersteuert habe, aber ich bin irgendwie in meinem Element gewesen bei dem rassistischen Wissenschaftler, wo ich am Ende festgestellt habe, der war ja gar nicht so rassistisch. Der wollte ja wirklich alle retten. Nur, dass er irgendwie gestorben ist. In seinem Bunker. Moment. Gut. Hat doch alles gepasst. Schiebetür. Ach, das ist der Roboter, von dem sie geredet haben, ne? Der ist ein bisschen falsch rum drin. Na gut, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich teste, ob ich übersteuert habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.